Let's play Red Dead Redemption, liebe Freundinnen und Freunde. Die Folge machen wir auf jeden Fall noch. Ich habe der Frau heute noch einen Film versprochen. Für euch YouTube-Kids sowieso egal. Für euch muss ich sowieso erstmal hochladen. Wir sind gerade dabei, Kopfgeld einzutreiben. Nicht Kopfgeld, Schulden. Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts, I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard, but I got you now. Please, please show some compassion. Please. Drouse told me you needed a beating. You saying he was right? What will that solve? How's that dead looking now? You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. Herr Strauss. He wants it back. What's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Es ist so ein schönes Spiel, ne? Die Reise jetzt hin? Ne, da wollen wir nicht wieder hin. Wir müssen wieder zu Herr Strauss. Mein Hut ist im Pferd. Ich habe den beim Saufen verloren. Willst du das? Ah. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen Wild mitnehmen, aber das verbietet das Spiel leider. Halt jedes so ein Stückchen weiter ins Lager. Herr Strauß! Herr Strauß! Der Fuck? Der war doch eben noch hier. Der wurde mir doch im La. Bin ich jetzt so? Irgendwie sind die Proportionen auf der Karte, finde ich, schwierig. Das sind nicht die Proportionen, die. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Wieso war das denn jetzt schon wieder nur Bronze? Ist die Mission innerhalb von 2 Minuten und 10 Sekunden? Das ist doch kaputt. Soll ich denn jetzt immer durchs Spiel rushen? Die können mich mal. Ach, die. He was worth 100 of you thieves and murderers. Hey! I have no doubt. Okay, I'll catch you later then. All right, Arthur. Wir haben dir wirklich nichts getan. Wir waren die anderen Assis. Wir sind eine andere Sorte Assis. Nur dass du es weißt. Haben wir irgendwas, wo wir nicht so weit. Ach, guck mal hier. Elga.
Edgar hat schon die ganze Zeit eine Mission für uns. Found some cash in that O'Driscoll cabin, but not much else. A shotgun. And no coal? Not for now, no. Mino. Hallo, Willi. Jose? Oh, auf die Jacke, sehr gut. Wanna go hunting? Yes. What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. Ooh. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. Oh, mein Fetcher. Okay. Ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Oh, das Shire horse. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. Ich würd's nehmen. Sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You can buy yourself a new horse. Put your saddle on him. Let's get going. Guck mal, jetzt. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. I guess you're right. Just getting this off you, boy. This is gonna be fun, Arthur. Ja, das ist jetzt super lustig. No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Boah, ist das ein großer Gaul. Okay, see if you can get your leg over that brute. Sorry, boy. Are you going to mount up? Nee. Erstmal muss ich ihn ein bisschen tätscheln. Er ist nämlich 10 Meter groß und wiegt 800 Kilo. Ich werde den jetzt so lange streicheln, bis er mein bester Freund ist. Und dann gucke ich mir noch genau an. Ein Scheiß. Schwerfällig. Ich bin der schlauste Franz von Mexiko. Easy, big feller. All right, let's head into town. And maybe stay out of the saloon this time. Yeah, that's probably a good Boah, ist das ein schönes Pferd. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a Boah, ist das ein Biest. Voll cool. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold. He left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Oh, er scheißt aber auch auf Straßen, ja? Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's all right. You're okay, boy. Was diesen? Hey, moving already. Morning, friend. Stables are just up ahead. Right. Dankeschön. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Ich würde den Gaul schon behalten wollen. Oh, ist ganz schmutzig. Hey,
How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Ich als bärtiger Mensch kann euch sagen, der Typ hier hat noch nie Döner oder Spaghetti gegessen. I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Ooh-wee. Okay. Okay, also das ist jetzt das. Ich kann es jetzt stallen und verkaufen. Aber ich soll es jetzt verkaufen. Achso, ich könnte es auch behalten. Ich finde es schön, aber wir brauchen natürlich ein schnelles Pferd, ne? Und die Aufgabe ist hier zu verkaufen. Also optisch finde ich den Gaul halt richtig geil. Aber wir suchen uns jetzt ein Speed-Pferd. Es soll aber dick sein. Wir brauchen ein dickes Speed-Pferd. Irgendwie. Ah. Okay, cool. Toll. Den schmutzigen Willi kann ich mir jetzt hier kaufen. Das ist alles. Morgen. American Standard Breed oder niederländisches Warmblut. Hallöchen. Was glänzt du denn so? Kann ich mir nicht leisten. Renntauglich und Standard. Ja, schade. Ach da, guck mal. Braunschimmel männlich, Arbeitspferd, Rennpferd, Reitpferd. Okay. Ich möchte einen Namen haben. Was hatten wir für... Oh. Horsey McHorseface, das ist für dieses random Pferd, glaube ich, ein schöner Name. Ja. Hallo Horsey McHorseface. Pferdezubehör und Dienste. Ausrüstung. Oh, was gibt's da? Oh Gott. Ja, sicher. Tifokomatico. Warum nicht Horsula? Horsula. Bitte Jacqueline, einen viel besseren Pferdenamen. Jacqueline! Alter, wollen die mich verarschen? Das ist jetzt aber nur Optik, oder? Also macht er jetzt nur Aussehen? Und weil ich so ein netter Typ bin und alle Grüße, ist jetzt alles billiger? Darf ich nicht so schnell reiten, weil Jacqueline kotzt, ja. Sorry, ich kann das nicht haben, dass überall angezeigt wird, dass das neu ist. Vorbestellte Sättel? Ja, vielleicht, Ninja, müssen wir mal gucken. Vielleicht nenne ich. Jetzt halt nicht verfügbar, okay. Also den. Den haben wir, gell? Ja, okay. Das heißt, da können wir uns jetzt noch die Farbe aussuchen. Alles verwittert. Asche und Atrazit grau. Ah, schön dunkel ist gut. Ach, das kostet auch wieder Geld, oder was? Okay, wir nehmen das, was wir haben. Alter! Und bringt mir das irgendwas? Weiß das jemand? Der Pferdetuning-Simulator.
Ah, erhöhen die Anzahl an Kleidung, Masken, Kopfbedeckung, die du am Pferd versteuern kannst. Sättel von höherer Qualität verbessern den Ausdauerkern des Pferdes, verringern die Geschwindigkeit, mit der sich der Gesundheitskern leert. Aha. Aber was es bringt? Ach, da. Okay, können wir uns alles noch nicht leisten. Die kostet 36. Oh nein, das war... Oh. Wollte nur die Infos angucken. Gut, jetzt haben wir verbesserte Satteltaschen. Oh, Steigbügel mit Kappe. Verbrauchstempo? Was heißt Verbrauchstempo? Es ist jetzt Tumor Horse, ja. Das hier ist ein Entenschnabelhorn aus Ahorn. Das hier ist ein Delihorn aus Kiefer. Alter. Oh, ein Diablohorn. Was bringt die Hörner? Bringe ein Sattelhorn an, bring ein Steck. Geht der? Bringen die irgendwas? Das ist jetzt nur die Decke? Bin ich völlig bescheuert? Bin ja eine Woche damit beschäftigt. Das sind alles Native-Stämme, ne? Schlafdecke, die kann ich mir jetzt auch noch aussuchen, oder was? Das kostet natürlich auch. Jacqueline. Oh Gott, sind die cool. Ich bin gleich fertig. Alles Morgan Joe. Okay, es ist mir auf jeden Fall ein paar Dollar wert, dass ich das Irokesenpferd kriege. Das ist ja wohl der absolute Gigakracher. Ich muss nur leider kurz den einmal durchschalten, sonst mache ich mich das kirre. Ich habe eine Dreadlock-Farbe vergessen. Okay, also Horsey McHorseface ist auf jeden Fall jetzt schon mal das schönste Pferd, was es gibt hier im Ganzen. Oh, der Schweif auch noch. Wir können es noch kopieren. Oh, Hallöchen. Redlocks sehen irgendwie wirklich kacke aus. Ja. Ja, ich kann Zöpfe reinflechten, Ninja. Guck mal, zweifarbig geflochten. Konnte ich nicht nein sagen. Das ging nicht. Also wenn das nicht das schönste Pferd der Welt ist. Horsey McHorseface. Oh Mann, ey. Pferdeerwecker. Pferde haben Permadeath, ne? Kann man den Auspuff vergrößern? Das hat der Schweif USB 3. Alarmanlage, Zentralverriegelung, tiefer legen. Ja, alles.
Ich glaube, ein Pferdebeleber dabei zu haben, ist vielleicht nicht schlecht, wenn einem das Pferd verreckt, oder? Ah, einen von drei. Ich habe aber einen Pferdebeleber dabei, okay. Alright, Partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Das war doch eben noch ein anderer Typ. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. Appreciate it. Yeah. All right, you treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Interesting choice. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. Oh, ich darf mich doch nicht um mein Pferd. Ich möchte mich bitte um mein Pferd kümmern. Oh, ist der dünn, der Geier. Hihi, mit dem Schweiß. Wie aus du siehst. Das ist voll der Vince Willi. Vince Willi wäre auch ein schöner Name gewesen. Are you gonna mount that new horse of yours or not? Ich muss mich erst ein bisschen kümmern, mein Freund. You won't know till you get in the saddle. Ich muss erstmal Horsey McHorseface, muss leider erst ein bisschen gestriegelt werden. Guck mal, jetzt sind die richtig sauber. Boah, wie die glänzen, Tutu. Hey, you're okay, girl. Das ist ein Pony, nicht, dass du übers Ohr gehauen wurdest, ja. Also unser alter Geier ist, glaube ich. Weiß ich nicht, wer die besseren Stats hat. Das ist wirklich voll der Vince Willi, guck mal! Die ist winzig! Oh, dafür. Oh, die geht aus dem Sattel! Die geht aus dem Sattel! I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. I sure didn't figure on that. Die ist winzig. But this time we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's Cole. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. Wie klein dieses Pferdchen ist. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Hat sich der Vorbesitzer die eine oder andere Salamischeibe abgeschnitten. Lasagne. Salagne. Okay. I think we need to head right up here. Wer hat das ich glaube, Hopsi hat es gesagt, ne? Es ist einfach ein schöner Western zum Mitspielen, ne? Dann schickt mich zum Pferdekauf, er kommt mit dem Pony zurück. Das Schlimme ist, ich bin mit einem Panzer. I remember this place. Moonstone Pond. Ich bin mit dem Panzer da hingekommen, hab den Panzer verkauft und bin mit dem Pony wiedergekommen. Aber ich müsste Gewinn gemacht haben. Eine schöne Lasagnescheibe. Oh, ich hab auch Hunger. Das klang eben übrigens total doof, dass meine liebe Frau meinte, sie könnte nichts kochen, weil sie sich nicht entscheiden kann. Wir hatten nämlich überlegt, was wir kochen. It's okay, girl. Wie cool, There, girl. There, girl. Alright, girl. Meine Haare wachsen nach, oder? Okay, girl. The
Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before. Got one. Ach, ich soll den aufheben. Ups. Ist gut, Pferdchen. Wie hat das abreißt, ey. Bin ich sehr fan von Fleisch, aber vor 2 Jahren hatte ich besonders anders mal Zebra. Das war echt lecker. Nein. Johnny, wir wollen das doch essen. Ich kann es ja immer nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt bestimmt 6-7 Jahre gar kein Fleisch gegessen und mittlerweile esse ich ja, was ich selbst geschossen habe. Deswegen habe ich auch keinen Vergleich mehr, außer wild halt. Alright. It's getting late. Reck, we should camp here. Sure. Well then, get us set up. I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Oh, ich hab mal Hase in der Tiefkultur. Oh, gekocht habe ich noch nie. Kleinwildfleisch. Hör dann sieh mal zu. Nutze A, um den Hasen schneller zu kochen. Ah, gedrückt halten, okay. I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Ich gebe so einmal Fleisch im Jahr zu Weihnachten eben und sonst so Fisch und Grünzeug. Ja, das ist hier auch sehr selten Fleisch. Weil halt immer, wenn, dann mache ich es halt ordentlich, ne? Wobei ich noch ein paar Wildschweinwürstchen habe. Und Salami vom von dem Schwein, was ich geschossen habe. Und sonst ist es halt, ne? Letztes habe ich Dammschnitzel gemacht, die waren auch sehr lecker. Ne, Reh war's. Nee. Bin ich jetzt schon satt? Ja, ne? Nicht, dass ich zu dick werde. Was haben wir denn davon? Ah, jetzt haben wir nichts mehr. Okay, ich darf jetzt nichts mehr machen. YouTube Kids! Ah. Diese Folge ist jetzt hier zu Ende, aber eine machen wir auf jeden Fall noch. Die Folge heißt Pferdetuning. Bis gleich, ne?